bin Rona, die Inhaberin der Konditorei Mucorossi. Ach Moment, wir sind ja hier auf dem Kampfplatz der Moldred Arena. Verzeihung, ich bin Rohan, die Arenaleiterin hier. Rona. Bleib standhaft, sonst hauen wir dich aus den Socken. Joa. Digga, ich zeig dir jetzt, was es heißt, aus den Socken gehauen zu werden, Digga. Mit meinem unkoordinierten Team. Doch safe auch eine Terra-Kristallisierung, nicht? Ja, bevor er es hat Feuer, Digga. Was soll ich dazu noch sagen, Digga? Ja, Tarundel, was soll ich sagen, Digga? Es ist einfach... kein Problem. Soweit. Treffe den Kokon ab und zeig dich in all deiner Pracht. Weil dein Terra-Typ Käfer ist, ne? Pokémon Schildmusik, so ähnlich, aber komplett anders. Ja, ich hab's gerade gefühlt, ja. Doch. Der Hintergrund ist ausgeladen, aber nicht perfekt geladen. Aber egal, erster Arena-Orden. Jetzt gehen wir die Biester, die Dings sammeln. Eins, keine Ahnung, Zutaten, I don't know. Passt schon. Wir haben hier ein sehr geiles Pokémon. Ein Knabon. Eieieiei. Oh. Ja, Mann. Wow. Also direkt parallel, da mal schauen. Mhm. Oh, ja! Was? Hallo? Scam! Da hat mich gerade, ne? Eigentlich. Ja, ich hab's gefunden. Ja. Das ist er. Ist das keine Dynamaximierung, Kapi? Two versus one. Okay. Wie vorhin? Muschas! Könnte gehen. Ist eine gute Wahl. Ich sag nicht. Das muss ja eine gute Wahl sein. Aber du machst auch eine Zertkristallisierung, ist das, dass wir uns da verstehen. Damage, ja. Damn! Wie gut, dass der Attacker ihn verfehlt hat. Wir haben gewonnen. Ah, ich musste gar nichts tun. Perfekt. Da drin gibt es bestimmt noch mehr von den Geheimgewürzen, das du eben gefressen hast. Sonst fix nachschauen, bevor es zurückkommt. Okay, wir haben Geheimwürz. Es gibt keins für dich. Das hat die Tour extra für dich gemacht. Mir kriegst du aber nichts ab. Ach Mensch, jetzt sieht sich ja so aus, als wäre ich hier der Buhmann. In der Tat. Sprint! Ja, die Kraft ist Hammer. Das war's mit dem Herrscher-Pokémon in meinem Team. Ich dachte, die wären krass. Ich bin dir echt dankbar.
Okay, sie sind weg. Du kannst jetzt rauskommen. Zeig's doch, was? Bro, what the f***? Das war so ein langer Grind, um dieses Pokémon heute entwickeln zu können. Ich fass es nicht. All das lange Grinden. Endlich, nach so langem Grinden, nur um ein Rüstig zu bekommen und um ein Item zu geben, entwickelt er sich.